So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Kristall. Oh yeah, im letzten Part haben wir uns bis hierher vorgearbeitet und ich habe wie angekündigt das Team erstmal wieder schön geheilt. Und wir wollen jetzt mal diese Route hier noch abgraben, bevor es nach Lavandia geht. Zurück nach Urania City, also wow, direkt ein Grasbüschlein Pokémon und es ist ein mächtiges, seltenes, gar nicht mal so seltenes, aber cooles Magnetilo. Also ich habe keine Ahnung, ob es hier selten ist, aber wir haben schon viele Magnetilo mittlerweile gesehen. Das wollte ich damit eigentlich zum Ausdruck bringen. Ein Beleber liegt da einfach so in einem Felsen drin. Ich glaube es ja kaum. Es ist fast so, als hätte jemand da versteckt, ne? Es ist ein Obstbaum. Da ist eine Beere. Oh mein Gott, ich kann das Miltank heilen. Also ich weiß nicht, ob komplett, aber ich kann es auf jeden Fall gesünder machen. Wenn wir ihm schon so viele Beeren geben, langsam müsste er doch mal fit sein wieder. So komplett. Hallöchen, Trainer. Es juckt und sticht, wenn ich mit meinem Schoß durchs Grat laufe. Okay. Danke für diese Stimme, das war sehr interessant. Und hier fliegen irgendwelche kleinen Obstfliegen schon wieder in mein Glas rein. Mano. Teenager Werner möchte sein Sandama ins Rennen schicken. Kann er gerne machen, ich habe mein Vulcano draußen und trotz Bodentyp lasse ich es einfach drin. Weil ich denke mir einfach so, yeah, Vulcano, doch give a shit. Doesn't give a shit, meine ich natürlich. I'm sorry. So, da kommt hier ein Giftstachel. Autsch, voll ins Auge gestochen. Ist es dein Ernst? Nur wenigstens hast du mich nicht vergiftet. Das ist nett. Deswegen kann ich dich auch einfach hier nochmal mit Flammenrad angreifen. Ist nicht so, als hätte ich das vorher nicht gekonnt. Aber ich meine, jetzt ist es ohne bitteren Beigeschmack, weil ich wüsste, oh Mann, jetzt muss ich erstmal wieder das Pokémon-Center bzw. den Gegner verwenden. Ich meine, ich habe doch bestimmt noch welche, oder? Und wenn ich habe die alle verkauft, oder? Ich weiß auch nicht mehr. Oder, so viele Oders. Warum eigentlich so viele X-Bart hier in letzter Zeit? Kannst du mir das mal verraten? Du, eine Person da hinten, links, rechts, geradeaus, genau. Niemand weiß das so genau. Auf jeden Fall kommt hier jetzt erstmal X-Band und der wird mit einem Flammenrad aber so richtig schön an die Wand geklatscht. So herrlich. Also wird nicht ganz reichen, natürlich nicht, aber es reicht, um ihn mit zwei Schlägen zu besiegen. Und Superstar hätte, selbst wenn es getroffen hätte, Vulcano hat schon oft genug bewiesen, dass er ihn, ja, dass es ihn einfach nicht interessiert. Wenn er von irgendwelchen Statusangriffen oder Statuseffekten beeinflusst wird, denn meistens kam er bisher durch. Jedenfalls habe ich ihn so in Erinnerung. Level Up 46, wunderbar, alle auf Teamniveau. Endlich, Leute. Ha, Teenager Werner wurde besiegt. Eieiei, ich bekam Dresche. Und das ist wahr. Und das ohne Dreschflegel. Bum, bei Pokémon wird nicht gemogelt. Immer fair bleiben. Das ist wahr, Leute. Das ist wahr. Nicht auf einmal mit 6-mal Proto Kyogre reinkommen oder Proto Groudon. Vor allem in der zweiten Generation. Aber ist egal. So, Vulcano gegen Vulcano, ja? Das soll also der Kampf sein, den wir jetzt hier austragen. Du, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Ich habe meine Bissattacke und mit Biss werde ich dich beißen. Also mit Biss im Sinne von das, was ich schon tausendmal gesagt habe, dass Vulcano einfach den nötigen Biss hat. So, dein Bodycheck ist sogar neben. Unser Vulcano ist der Hexgott, glaube ich, so langsam. Vielleicht ist es irgendwie ein Vorgänger oder... Ja, doch, ein Vorfahre von Opal aus unserer X-Wedlock damals. Die Hexgöttin, wenn ihr euch an sie erinnert. Ja, ja, da war was. So. Jetzt nur die Frage, könnte man irgendwie bei Eck züchten, dass ein Vulcano tatsächlich der Vorfahre von einem Symbolara sein könnte? Das ist jetzt hier die nächste Frage. Mich würde es nicht wundern, wenn es gehen würde, aber da bräuchte man erstmal ein Pokémon, was in der Feldgruppe ist und dann irgendwie müsste man dann in die Eigruppe von Symbolara. Was sind denn überhaupt die Eigruppe von Symbolara? Es ist einfach Flug, nee, oder? Amorph? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich kann es sehen. Ich kann alles über dich sehen. Alles sogar meine Unterwäsche? Ach, Spaß, ich habe gar keine an. Na gut, okay, dann zeig mir mal deine Psycho-Pokémon, die wahrscheinlich auch so das ein oder andere sehen können oder sehen wollen. Xatu. Da kann ich natürlich wunderbar mit Biss angreifen. Das ist doch umso besser hier. 46, immer noch ein Vulcano, Leute. Ich glaube es nicht. Hätte ich nicht für möglich gehalten, dass ich das wirklich so knallhart durchziehen würde. Ist nicht so, als hätte ich es freiwillig gemacht, muss man dazu natürlich sagen, aber naja. So, was machst du jetzt hier? Bam, bam. Guck mal, einfach so. Zack, die Attacke ist sehr effektiv. Blum. Oh, der hatte nur dieses eine. Na gut. Deine Stärke konnte ich nicht sehen. Tja, immerhin. Nicht alles konnte er vorher sehen. Nicht alles. So, da ist ja noch irgendjemand, der hier rumgurkt. Sieht nicht so aus. Okay. Da sind wir ja fertig. So, war hier das Relaxo-Weg? Ach, deswegen bin ich hier vorher nicht hingekommen. Alles klar, das erklärt natürlich einiges. Um nicht zu sagen, das erklärt so ziemlich alles, was jemals geschehen ist. Das heißt, unser Weg wird fortgesetzt Richtung Lavandia. Lavandia, wir sind gleich da. Gott, Leute, wir haben diese mega lange Route hier endlich abgeschlossen. Jedenfalls bald. Wenn ich beim Mangelradio höre, dann bin ich glücklich. Okay.
jeder so wie er möchte, nicht wahr? Sehr schön, Angler Adrian. Schickt sein Carpador ins Rennen. Hatten wir nicht schon einen obligatorischen 6-Carpador-Trainer? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es den hier überhaupt gibt in der Generation. Aber wir hatten den gar nicht so obligatorischen, aber mindestens genauso nervigen 6-Pikachu-Trainer. Generell, irgendwie hat jede Generation so ihren Trainer mit den 6-mal. 6 war das gleiche Pokémon. So, und da kommen noch ein paar andere Monmons. Erstmal ein Carpador, zweiter ein Baldofisch. Ich schätze einfach mal, das dritte wird noch ein Baldofisch. Der hat bestimmt 2 Baldofisch. Der Typ sieht aus wie jemand, der 2 Baldofisch mitnimmt. Sie müssen wahrscheinlich sogar überleben, ja. Hab ich mir schon fast gedacht. Aber Fukano wird auch das überleben. Also ein Geben und ein Nehmen, Freunde der Nacht. Ja, wunderbar. Sogar einem Critical Hit hat das überlebt. Easy, keine Gefahr. So, Baldofisch besiegt und Fukano die Punkte. So, was haben wir da noch? Ein Tentoxa. Ja gut, das ist dann noch ein bisschen anderes Kaliber. Ein ganz, ganz kleines bisschen. So, das lassen wir mal Stalos machen. Das war auch ein Wasser-Pokémon. Also nicht Stalos, sondern Tentoxa ist ein Wasser-Pokémon, was gegen Stalos Bodentyp natürlich einen Vorteil hätte. Aber ich meine, nee, das ist ja... Ich wollte gerade sagen, nicht gesagt, dass er eine gute Wasserattacke drauf hat. Aber leider kam der Wippstrahl, aber der wird trotzdem nicht so viel abziehen. Nee, guck mal hier, 4 Schläge bräuchte der, um zu besiegen. Stalos gräbt ein Loch und da kommt der Blutstrahl, der voll ins Leere geht. Ich sag ja, so ein Surfer müsste das Loch eigentlich spülen. Hoffen wir nur, dass Schaufel mal ausreicht jetzt auch, ne? Ja, gut. Sehr schön, das bringt jede Menge Punkte. Was hast du als letztes? Ein Carpador noch. Na gut, okay, komm, das kriegt Stalos schon hin. Ich glaube an Stalos, Leute. Stalos wird das schaffen. Hoffe ich. Mit Stärke. Bom. Also wenn das kein One-Hit-KO ist, fliegst du aus dem Team, Stalos. Das kann ich dir schon mal direkt sagen. Aber das kann ich auch einfach so mir nichts jenes rausposaunen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das ein One-Hit-KO gewesen wäre, ist gleich null. Tja, ja, das blöde Radio beunruhigt mich. Blöde Radio. Immer dieses blöde Radio, nicht wahr? Nee, nee, nee. So, Hallöchen. Was ist mit dir? Geduld ist das Zauberwort. Das gilt fürs Angeln und für Pokémon. Ja, das stimmt. Und da sinkt die Framerate, hätte ich schon fast gesagt. Da verschwinden die Flächen, um zum Kampf zu leiten. Um uns zum Kampf zu leiten. Ein Reboreit. Los, Fukano. Ich möchte da gerne mal ein Wörtchen mitreden. Fukano ist fast besiegt, aber dann kann Ultrigaria ja den Rest machen. Ultrigaria. Warum man nicht Ultrigari? Nein. Ah, bitte ignoriert das. Es ist niemals gesagt worden, Leute, gerade. Abgesehen davon, dass Ultrigaria nicht mit J hinten geschrieben wird, sondern einfach mit IA. Ultrigaria. So, wunderbar, Fukano. I'm so proud. Das war's für Anton. Anton, der Angler. Und kein Mondbär. So. Wollen wir es mal mit Ultrigaria tauschen? Es könnte sein, dass wir ja noch ein paar Angler sehen werden. Oh Mann, so viele Pokémon-Trainer. Dabei möchte ich doch nur auf die andere Seite von Lavandia. Was ist der letzte? Ah, es scheint der letzte zu sein. Hervorragend. Bestens, erinnerst du dich an was? An was denn, frage ich dich. Keine Ahnung, weiß er wahrscheinlich selber nicht. Er fragt einfach, ob ich mich erinnere und ich sage, nein, ich erinnere mich nicht, lieber. Wie heißt der? Elaine. Mit seinem Golking. Hätte ich nicht einfach direkt nach rechts gehen können von Saffronia City aus, fällt mir gerade so auf. Um nach Lavandia zu kommen. Oh, das könnte sogar sehr gut sein. Das werde ich gleich sofort überprüfen. Wusch. Einfach mal die Rasierblätter um die Ohren geschmissen. Und Golking ist geschlagen. Ja, Wunderbärchen. Unsere Jahre erhält er noch hier die Punkte. Und allen geht's gut. Und Vapuzzi. Ich habe so das Gefühl, dass Ultrigaria irgendwie die richtige Wahl ist. Keine Ahnung, wie ich drauf komme. Keine Ahnung. Ultrigaria, wenn den Rasierblatt-Move. Wusch, guckt euch das an. Da sinken die KP ins Bodenlose. Nium. Oh, da gibt's ein Level, aber nicht für diesen Kampf hier. Na, wobei, ein Golking, wie viele Punkte hat das eben gebracht? Könnte sein, könnte aber auch nicht sein. Fragen über Fragen. Werden wir jemals die Antwort erfahren? Höchstwahrscheinlich ja. Innerhalb der nächsten paar Sekunden, müsste ich sagen, weniger als 10. Weniger als 5 sogar. Na, wobei, nee, so langsam wie der KP-Balken sinkt, nicht weniger als 5. So, auch weniger als 10. Also ist kein Level-Up. Schade. Hätte es 200 mehr gebracht oder 100, vielleicht hätte es schon gereicht. Du erinnerst dich? Keine Ahnung, was soll ich mich erinnern? Komm, ich frag den jetzt nochmal. Das Reißen an der Angel, wenn du ein Pokémon fangen möchtest. Das ist das Schönste für einen Angler wie mich. Toll, er ignoriert das einfach. Vielleicht meint er auch, ob ich mich daran erinnern kann.
Lavandia. Hallo, ich bin der Namenbewerter. Ich bewerte den Namen deiner Pokémon. Soll ich einen Namen bewerten? Nein, sollst du nicht. Ach, stimmt ja, das ist ja die hart genervte Version. Das ist ja friedliches Lavandia jetzt hier, die Musik. In Kanto werden viele gute Radioprogramme gesendet. Ich habe noch keins davon gehört. Lavandia ist eine ruhige kleine Stadt am Fuße der Berge. In letzter Zeit ist sie durch den Bau des Radios etwas geschäftigter geworden. Aber nur etwas, ein ganz kleines bisschen. Mit einer Pokeflöte wächst du schlafende Pokémon. Jeder Trainer muss das wissen. Ja, ich möchte eine haben. Waisenhaus für Pokémon in Lavandia. Oh nein! Was ist hier schon wieder passiert? Gru, gru. Namens Taubsi, keine Eltern mehr. Es gibt kaltherzige Menschen, die einfach ihre Pokémon im Stich lassen. Großvater nimmt das armen, heimatlosen Pokémon auf und sorgt für sie. Ist der Großvater, du siehst jung aus. Hier wohnt Mr. Fuji, aber er ist jetzt nicht zu Hause. Er müsste in der Ruhestätte sein. In der Ruhestätte? Ich dachte, es wäre ein Radiotor mittlerweile. Gucken wir gleich. Qua, qua. Nido, 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 Nido. Ja, ja, ja. So, mit dem haben wir schon gequatscht. Was ist dein Anliegen hier, mein Freund? Die Leute kommen von überall her, um die Seelen dahingegangener Pokémon Respekt zu erweisen. Ja, machen wir das auch mal. Ich besuche mit meiner Mutter die Grabmale der Pokémon. Das sehe ich. Die Pokémon, die bei mir lebten. Ich hatte sie so lieb wie meine Enkelkinder. Sie haben den Turm ab... Das ist das Einzige, was übrig geblieben ist. Ganz schön traurig. Ich glaube, hier liegen noch andere Pokémon begraben. Es gibt viele Kammern, die nur Mr. Fuji betreten darf. Achso, meinte das, dachte schon. Sei willkommen. Du scheinst deine Pokémon mit Sorgfalt und Liebe aufzuziehen. Solche, die Pokémon verehren sollen, zollen hier den dahingegangenen Pokémon ihren Respekt. Bekunde bitte dein Beileid für die Seelen der dahingegangenen Pokémon. Ich bin sicher, das macht sie glücklich. Okay. Ich kann leider nicht. Mir wird keine Option vom Spiel angeboten, mit der ich das tun könnte. Kanto Radiostation. Lieblingsprogramme zu jeder Tages- und Nachtzeit. Respektlos seid ihr hier, Bürgermeister von Lavandia. Wer hat das beeinträchtigt? Wer war das? Wer hat das veranlasst? Ich bin ein recht beeindruckendes Gebäude, nicht? Das ist der Radioturm von Kanto. Und das ist schön. Das ist Lavandia, die liebliche, lilafarbene Stadt. Passt ja auch, ne? Lavandia, Lavender. Ihr wisst schon, Lavendel und so, da kommt's ja. Es ist unabdingbar, Schutz bei sich zu haben, wenn man Höhlen erkundet. Obwohl ich Höhlen sehr gerne erforsche, habe ich noch nicht alle erforscht. Das ist ein gutes Argument. Habe ich denn noch Schutz? 7, ja. Das wird schon reichen, in den Felstunnel zu erklimmen. Hoffentlich. Hoffentlich. Ich habe von einem Kunstschmied gehört, der maßgefertigte Pokémon-Bälle in Azalea in Johto herstellt. Ich wünschte, ich hätte auch welche. Tja, ich könnte dir... Wobei, nee, habe ich denn noch den Köderball? Habe ich überhaupt mal einen bekommen? Doch, ich meine schon. Ich meine schon. Wenn das Kraftwerk nicht funktioniert, läuft der Magnetzug auch nicht. Das bedeutet, dass auch die Radiostation nicht auf Sendung gehen kann. Meine Güte. Solltet ihr mal fixen vielleicht. Nur eine Stromquelle im ganzen Land. Im Norden von Lavandia ist der Felstunnel. Er führte zum Kraftwerk. Okay. Es gibt eine Musiksendung im Radio, die Melodien auf der Pokémon-Flöte sendet. Ach ja, ah, dein Radio braucht Zusatz, damit du das empfinden kannst, das Zusatz, meine ich, empfangen kannst. Das machen wir glatt, aber erstmal heilen wir unsere Monmons. Na gut, wir werden wahrscheinlich in diesem Part nicht mehr erfahren, ob wir, wenn wir nach rechts rausgegangen wären, also auf 100 City wirklich direkt hier gelandet wären, weil da müsste ich doch die 10 Milliarden Trainer besiegen, die auf der Route da rumhängen. Und ich habe gerade eher das Bedürfnis, jetzt einfach mal in den Radioturm zu dackeln. Um zu gucken, was hier so abgeht. Mensch, wir haben echt undekoriert. Viele Menschen arbeiten sehr hart im Radioturm. Sie müssen ihr Bestes geben für eine gute Sendung. Das schreit doch geradezu nach einer verfluchten Legende. Quasi nicht auf einem Indianerfriedhof irgendwas erbaut, sondern auf einem Pokémon-Friedhof. Toll. Willkommen, schau dich auf dieser Etage ruhig um. Nur auf dieser Etage? Nein, nein, nein! Wir sind nicht mehr auf Sendung. Seit das Kraftwerk nicht mehr läuft, alle Bemühungen, diese Station zum Laufen zu bringen, sind vergebens, wenn ich nichts senden kann. Ich bin ruiniert. Pech. Hi, ich bin der tolle Musikredakteur. Was, dein Pokémon bekommt keine Musiksendungen? Meine Musik nicht empfangen? Wie traurig. Wenn du dir ein Zusatzset besorgst, empfängst du meine Sendung. Hol es dir bald. Eventuell. Ich werde drüber nachdenken. Ich denke drüber nach, über ein Abo. Du darfst leider nur das Erdgeschoss erkunden. Seit der Radioturm in Johto von einer Verbrecherbande besetzt wurde, mussten wir unsere Sicherheitsmaßnahmen erhöhen. Naja, ist ja nur clever so, ne? Ich frage mich, ob ich da überhaupt mal jemals rein kann. Ich meine tatsächlich sogar schon, oder? Ich bin nicht sicher. Na gut, dann werden wir den Gang doch noch ein bisschen erforschen. Den Gang vor allem, diese Route. Aber nur ein ganz kleines bisschen.
Ist ein Obstbaum, eine Antiparabeere. Normale Beeren wären mir lieber. Wobei, vielleicht reicht die eine ja schon für Miltank. Müssen wir irgendwann mal tun. Hi. Das viele Orden. Das stimmt. Ich habe 12 an der Zahl, glaube ich, derzeit. Ja doch, müssten 12 sein. Müssten 12 sein. Schreber Christian. Oh Gott, das ist ja ein richtiger Namensvetter dann von dir. Oh mein Gott, ein Magnetilo. Ein Magnetilo, Leute, die Pokémon im ganz Kanto sind irgendwie auf demselben Level. Glaube ich immer so in den Dreh. Aber gibt ja auch Sinn. Und man kann ja. Ist ja nicht gesagt, wo man zuerst hingehen muss. Das bleibt einem ja mehr oder weniger selbst überlassen. Jedenfalls zu einem sehr großen Teil. Oh Gott, eine Donnerwelle, die mich einfach paralysiert. Aber Ultrigaria denkt sich nur so. Päh. Nicht mit mir, Kollege, nicht mit mir. So, schön, nicht effektiv. So, wenn er noch andere Magnetilo hat, werde ich einfach mal Vulcano reinschicken. Ich habe so irgendwie das Gefühl, keine Ahnung, wie drauf kommen, dass Vulcano da besser drauf klarkommt als Ultrigaria. Hat Ultrigaria echt 4 KP dazu bekommen? Meine Herren, ich bin wirklich beeindruckt von dem KP-Wert. Ultrigarias KP-Wert. Nee, ist nicht schlecht. Geht das wohl sehr schnell. Erstens hat 10 Jahres, Leute. Oh, da bestimmt vielleicht wirklich am meisten. Aber diese Theorie äußerten wir ja bereits, glaube ich, im letzten Part oder in irgendeinem Part davor. Auf jeden Fall äußerten wir diese Theorie einst bereits. Da kann ich mich ganz genau dran erinnern. Mhm, ich lasse mich nicht linken. Okay, ich bin ja auch nicht der Präsident von Amerika, beziehungsweise der ehemalige, ne? Oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, dann einfach mal weiter auf Magnetilo eindreschen mit Flammenrad, bevor wir auch nur irgendwie in Versuchung kommen, das weiter zu vertiefen. Und boom. So, Magnetilo down und damit auch gleich dieser gesamte Trainer und alles, für was er jemals stand und stehen wird. Nee, 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 Streber Christian wurde besiegt, wie ich mir dachte, du bist krass. Ja, ich bin noch krasser als krass sogar, ich bin ultra krass. Das ist quasi die ultimative Krassigkeit. Boah. Paralysiert, das gefällt mir natürlich gar nicht, aber ich muss ja mit Ultrigaria ja nicht unbedingt kämpfen, bevor wir das nächste Center erreichen. So stehen jetzt ja auch wieder 300 Leute links rum. Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Wie funktioniert der Magnetzug? Ich würde vermuten mit Strom. Oder wie ihr es nennt, Elektrizität. Oder so ähnlich. Mein lieber Scholli. Slimer kommt der jetzt hier an. Slimer sieht immer noch so aus. Irgendwie, keine Ahnung, Slimer sieht so aus wie ein Häufchen lilane Sahne, die mich umarmen möchte. Ja doch, ich hoffe, das kann man so sagen. Wie ich auf Sahne komme, was weiß denn ich? Frag Slimer, guck ihn dir an. Slimer sieht eh so aus. Vom Gesichtsausdruck, als würde er sehr viele Dinge bereits gesehen haben in seinem Leben. Und als wäre es nicht schön gewesen, diese Dinge zu sehen. Kann man auch mal gleich so mit anhängen als kleinen Zusatz. Was man noch als kleinen Zusatz anhängen kann, ist Slimer, weil es ist ja ziemlich klein, ne? Kann man so in den Hals hängen als Anhänger. Aber ich meinte gerade eher, dass ich einen Schluck Wasser trinken möchte. Wenn ihr da einen Zusammenhang sucht, dann sucht ihr falsch. So, jetzt bin ich auch noch vergiftet. Mann! Da schreit der geradezu nach einem Besuch im Pokémon Center. Vielleicht bin ich einfach voll und nur Superheiler. Ein Slime-Mock sogar. Da kommt der ganze Mock wieder hoch hier. Mit Stalos! Slimer guckt wieder so. Es zeigt auf mich und sagt, du bist der Nächste! Und ich denke mir so, ich will nicht der Nächste sein. Ich will der Letzte sein. Die Letzten werden die Ersten sein. Dann bin ich ja doch der Nächste, verdammt nochmal. Jetzt habe ich mir selbst eine Falle gestellt. Ich bin voll reingetappt in meine eigene Fallgrube. Die lag da einfach so und zack, reingestolpert. Und das war's, Game Over. So, Stalos, den Schaufler. Wunderherrlich. Ich möchte nur den Magnetzug sehen. Da geht doch einfach, du bist ein Streber und weißt nicht, wie ein Magnetzug funktioniert. Also ich meine, dass man da... Wurde auch schon echt oft angerufen, muss man mal sagen, ne? Zum Schutze von Julian. Boah, krass, niedrige Preise, das ist ja der absolute Hammer. Hätten sie irgendwelche Entwicklungssteine, würde ich da sogar glatt hingehen. Aber nein, nur Rammstein, wenn ich haben wollen oder brauchen unbedingt. Ich will nur mal gucken, ob hier noch Trainer sind. Was gerade nicht so aussieht. Oh Gott, da ist eine ganze Gang ist da. Na gut, dann können wir erstmal gucken, ob wir... Den können wir natürlich nicht ausweichen. Verdammt, wir repräsentieren die Pokémon-Trainer-Gilde aus Kanto. Hier kommst du unter die Räder. Verdammt, ich wollte eigentlich nur mal gucken, ob ich dann nach vorne in der City reingehen kann. Aber das scheint nicht irgendwie relevant zu sein für diesen Typen hier. Na gut, dann eben nicht, Leute. Und dann müssen wir das erst beim nächsten Mal herausfinden. Ein Smogon hat der Typ hier. Der ist mir sehr sympathisch. Der muss sehr sympathisch sein. Der Typ hat einfach ein Smogon. So, und dieses Smogon greifen wir an mit Flammenrad.
Dann dreht sich das Ding, es dreht sich einfach und... Klatsch. So, wenn Fukano... Es klingelt an der Tür, Moment. Da kommt ganz am Ende der Folge nochmal der Paketdienst. Na gut, aber egal. So, was ich sagen wollte, wenn Fukano alle diese Pokémon mit einem einzigen Schlag besiegt, dann kriegt er keinen Giftschaden. Weil ihr wisst ja, man kriegt nur Giftschaden, wenn man zuvor... Also, wenn ein Pokémon besiegt wird, dann kriegt man keinen Giftschaden. Das habe ich ja vor langer Zeit mal erklärt und ihr werdet es sicherlich auch gerade bemerkt haben. Und wenn nicht, dann schaut nochmal jetzt ganz genau hin. Dann werdet ihr das ebenfalls merken. Und falls ihr jetzt schon wieder weggeguckt habt, dann spult einfach zurück oder guckt euch einfach das hier an, weil, ich meine, es kommt ja doch an Smogon, nicht wahr? Der Typ hat ja viermal dieses kleine, putzige Pokémon. Blopp. Hier kommt wieder ein Flammenrad. Einfach so weggeklatscht. Dann sind wir ein Level höher, fällt mir gerade auf. Oh, oh. Oh, oh, wird das letzte jetzt Level 100 sein? Na gut, ne? Nach 29 kommt normalerweise nicht 100, auch nicht 99 oder 90, sondern 30. Deswegen wird das wahrscheinlich Level 30 sein. Und wenn nicht, bin ich hart enttäuscht, mein Freund. Gut, 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 gut. Lassen wir das nochmal durchgehen. Bam, klatsch. Und das war's für Smogon. Auf Wiedersehen. Es war nett, mit ihm Geschäfte zu machen. Dankeschön. So, ein Level-Up für Fukano ist auch noch mit dabei. Level 47, damals ist Stalos jetzt offiziell das niedrigste vom Level her im Team. Entschuldigung, ist so kein Ding, du. Das ist überhaupt kein Ding, du wolltest nur dein Revier verteidigen, kann das schon irgendwie nachvollziehen, aber hast dabei halt vollkommen versagt. Egal, so Leute, ich würde aber sagen, das reicht also erstmal für heute mit Pokémon Kristall. Im nächsten Part besiegen wir die nächsten der Gang hier, beziehungsweise ich stelle mich einfach mal dazu. So, krass, ich bin der vierte im Bunde, ich passe irgendwie nicht ganz dazu. Naja. Ich werde mein Team offscreen wieder heilen und dann sehen wir uns in diesem Part wieder hier bei Pokémon Kristall. Bis dann, ciao.